Jedes Jahr im Oktober findet in Memmingen im Allgäu ein großer Jahrmarkt statt. Circa 90 Schaustellerbetriebe sorgen dann für Unterhaltung und kulinarische Genüsse. In diesem Jahr ist mir vor allem die Geisterbahn mit dem Namen Fahrt zur Hölle aufgefallen, an deren Eingang eine lange Menschenschlange darauf wartete, die gruselige Fahrt zu beginnen. Aber auch der Stand, an dem man sich im Bogenschießen beweisen kann, hat mir sehr gut gefallen. Das war mal etwas ganz anderes als das übliche Luftgewehrschießen. Ich persönlich hielt mich da lieber an diverse Leckereien fest, wie zum Beispiel die Halbmeterwurst mit Kraut und Tzatziki und als Nachtisch einen leckeren Striezel mit Kokosstreuseln. Sehr beliebt war auch der Stand, an dem es schokoladenüberzogene Früchtespieße gab. Die süße Leckerei fand regen Anklang beim Publikum.